Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zu einem weiteren Opening Battle. Heute mit der Solga Leo GX Kollektion. Nachdem wir beim letzten Mal ja uns schon mit der Lunala Box gebattelt haben gegen Katsiro, schauen wir mal, ob es heute gegen Kami vielleicht ein bisschen besser läuft. Also, herzlich willkommen zu diesem Opening Video. Falls ihr den Kanal von ihm noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da lasse ich euch den Link zu seinem Channel da. Und ja, gucken wir mal, was wir hier rausziehen. Wir werden das wie immer handhaben. Es gibt ein Punktesystem. Wir werden versuchen, so gute Karten wie möglich aus diesen vier Boostern zu ziehen. Und ja, so viele Punkte wie möglich auch einzufahren. Wie ist die Punkteverteilung? Es gibt einen Punkt für Holos und Reverse-Holo-Karten. Reverse-Holo-Rare-Karten, wichtig, ja. Es gibt zwei Punkte für Prisma-Stern-Karten, drei für reguläre GX-Pokémon. Es gibt vier Punkte für eine Full-Art-Karte und abschließend fünf Punkte für Secret-Rares bzw. Rainbow-Rares. Und da nochmal gerne von euch das Feedback. Sollen wir ein 6-Punkte-System fahren? Und tatsächlich die Secret Rares noch eine Stufe höher setzen. Also, dass wir da 6 Punkte spielen. Okay, dann haben wir hier die Promokarte. Auch die lasse ich erstmal hier drin, weil es immer so eine kleine Operation ist, dass die Karte keinen Damage nimmt. Dann versuchen wir das ganz vorsichtig gleich rauszuholen. Und 4 Booster. Auch dieses Mal haben wir wieder Sturm am Firmament, Aufziehende Sturmröte und Sonne und Mond 1 Base. Eine wunderschöne große Karte. Zu dem Solga Leo GX, schimmernde Mähne, Turboschlag und Prominenz GX. Schönes Teil. Mir gefällt es sehr, sehr gut und es ist auch eine wirklich spielbare Karte, die Promo. Gut, Codekarte geht wieder an euch raus. Viel Spaß damit zur Solga Leo GX Kollektion. Dann, wenn ihr es einlöst, bekommt ihr im Online-Spiel die entsprechende Promokarte. Gut, dann beginnen wir das wie immer. Wir nehmen das älteste Pack und hoffen, dass wir da einen goldenen Hyperball ziehen, weil das wären dann schon die ersten 5 Punkte. Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Format. Ihr habt Spaß an den Battles und wir schaffen es vielleicht diesmal ein paar mehr Punkte rauszuholen. Hautkarte geht wieder an euch raus zu Sonnenmond 1, dem Base-Set. Wir machen den Kartentrick mit 4-2 und drehen den ganzen Spaß um. Finden Krabox, finden ein garstiges Garsteller. Weiter geht es mit Quapuzzi, Marikek, der Timerball ist immer gut. Der erste Punkt kommt schon auf das Konto beim ersten Booster, denn wir haben eine Reverse Holo Rare Karte gezogen und hinten versteckt sich dann noch ein Regular Rare Parasect. Gut, wir werden jetzt hier ein paar Stapel wieder machen mit den Punkten, mit, ja gut, Energiekarten interessieren eigentlich keine Sau. Packen wir direkt auf die Seite und ja, schauen wir mal, aufziehende Sturmröte. Ein weiteres schönes Set mit interessanten Karten, die wir jetzt auch gerne sehen wollen. Hier nochmal ein Code für euch. Aufziehen der Sturmröte Nummer 2 und 4, 2. Wo sind die Punkte? Wo sind die Punkte, Freunde? Pummeluff weiß es nicht, fragt Owei und Velosi. Chill mit Carpador und Remoraid im Wasser. Aber es kommt nichts dabei raus im Moment. Erstmal Krebskorps als Reverse Holo Kamen, also auch keinen Punkt. Und dahinter versteckt sich ein Regular Rare Grandiras, das uns sowieso keine Punkte bringt. Es gibt nur eine schöne Holo-Version von ihm und die ist aus dem Majestäter Drachen-Set. Die ist sogar ziemlich cool. So, weiter geht's mit Sturm am Firmament und dem lang ersehnten Rayquaza Rainbow Rare. Das werden wir jetzt ziehen, Freunde. Keine Frage. Sturm am Firmament, noch ein Code für euch. Wir machen, warte mal, 1, 2, 3, 4. Drehen den Stapel um und chillen mit Fritzelblitz, unser Murzel im Wald und hoffen, dass da vielleicht noch irgendwas dabei herumkommt. Erstmal der Himmelsturm, schöne Trainerkarte auch hier. TV-Reporter als Reverse-Holo-Karte, eine Uncommon. Und dahinter ist das Regice. Also man muss schon sagen, ja, bei diesen kleinen Boxen ist das immer so ein Glücksspiel, überhaupt mal eine Holo zu ziehen, habe ich das Gefühl. Wobei es da noch andere Videos gibt, da ziehen die Leute halt dreckig so viel Zeug raus, das ist schon nicht mehr normal. Letzter Code für heute, Sonne und Mond, Sturm am Firmament. Nochmal für euch, viel Spaß damit. Könnt auch gerne unten posten, was ihr gezogen habt. Und wir gucken, was Gekkabor macht. Gekkabor chillt mit Gekkabor, okay. Auch selten der Fall, dass die hintereinander kommen. Schneckmack ist dabei. Der Freundesball ist immer eine nette Karte. Flunkiefer. Dann haben wir, oh, jawohl, aber ist leider auch keine Rare-Karte, also kein Punkt. Und dahinter ist ein Logok GX Rainbow Rare. Nein, really? Alter Schwede, das sind 5 Punkte. Und tatsächlich haben wir jetzt ein paar mehr Punkte mal zusammengekriegt. 6 Punkte insgesamt. Kami, oh, 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 der, oh Gott, der Pull war halt so wichtig, ne? Wunderschöne Karte. Logok
GX Rainbow Rare Mega Mann. Wo sind meine Sleeves? Wo sind sie? Ich habe auch eine schöne, eine weiße Sleeve hier. Passt vielleicht ganz gut zu diesem Rainbow Rare Style. Mega geile Karte. Leute, 6 Punkte. Das ist auf jeden Fall ein Like wert, oder? Last Pack Magic. Endlich passiert das auch mal bei uns. Schön nochmal dekadent hier. 5 Punkte reingeholt. Mega Mann. Also ich wünsche dir viel, viel Glück, Kami, dass du auch bei deinem Opening einige Punkte rausziehst. Tatsächlich, wenn du irgendwie eine Prisma-Stern, eine Regular GX und eine Holo oder was hast, dann hast du das auch schon drin. Ja, das geht echt gut. Da haben wir schon viele, viele Videos gesehen, da hat es sich über so kleine Punkte immer summiert. Und das reicht, ja. Reverse Holo Rare Karten, ein Punkt. Das ist mein Beweis hier. Habe ich auch schon einige Dinge mit verloren. Na gut, was soll's, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ja, wie immer, lasst einen Kommentar da unten, dann weiß ich, wie es euch gefällt. Lasst einfach Feedback da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das Video von Kami seht ihr dann, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.